wenn der Level geladen ist. Zum Glück waren wir schon hier. Willkommen in der Zwergengrotte des Königs. Was haben wir denn hier? Ein bisschen Hack. So was Feines. Ich erwarte irgendwie, ich weiß nicht, starke Gegner. Ist nur so ein Gefühl. Hast du übersehen? Noch mehr Hack. Okay. Du warst doch eben noch oben. Du bist viel zu schnell, Atreus. Wie ist das? Hier. Junge. Jawohl. Da steht, Ruhm sei Mozomir, dem Zwergenkönig. Möge er lange, ruhmreich und friedvoll herrschen. Okay. Seid gegrüßt und willkommen in Konunsgard. Hi. Ich will sicher gehen, dass ihr euch nur gut vorbereitet weiter vorwagt. Dort sind jede Menge Überreste von den üblen Praktiken des verrückten Zwergenkönigs. Welche Art Praktiken? Oh, verschiedene Opferungen. Dunkle Beschwörungen, Blutmagie und so weiter. Leider ziemlich verbreitet unter den Zwergen von damals. Die alten Gewohnheiten. Hm. Ist aber so, wenn es das war. Gehen wir an die Arbeit. Nur mal kurz gucken. Genau. Deswegen. Wenn wir die Möglichkeit haben. Großrüstung. Ne, warte. Treus. Was ist mit dir, Kleiner? Da können wir nochmal aufwerten. Pfeil 8 Sekunden. Den Startschaden zu länger erdrosseln und zu diesem Schaden. Ja, komm, wir bleiben hier. Oh, eine zweite Haut. Vielleicht hätte ich das ausrüsten sollen. Du noch? Alter, was? Und ich habe mir schon so ein Flammending geholt. Gefühlt war es ein Fehler. Okay, krass. In Walitz. Ich mach die kurz mal weg. Nebelchaos, Niflheim-Legierung, in Walitz, rostige Rüstung. Krasse Scheiße. Oh, wir haben Klingen, leichten Angriff. Den Chaos-Zyklus. Wams. Sieht ganz geil aus. Komm an. Ja, ist gar nicht so schlecht. Aber der macht gar nicht so viel, muss ich sagen. Ah. Rasendes Inferno von Muspelheim. Können wir uns eine Chaos-Flamme holen? Und kalte Nebel von Niflheim. Das heißt, wir können unsere Axt und die Chaos, die Chaos-Klingen auch nochmal aufwerten. Eigentlich ganz nice. Haben wir irgendwas? Oh ja. Die Brustrüstung des Springers. Oh, die geht dann auf 3. Komm, die 11.000. Wenn ich das so sagen darf. Sagen, das nehmen wir mit, da wir die Möglichkeit haben. Gehärteter Stahl, Luftrüstung brauchen wir nicht mehr, Armrüstung noch. Jetzt wendet dazu
auseinanderzuhalten. Dann haben wir sie nämlich auf Max und können sie jetzt nochmal ausrüsten. Immerhin, der war ja. So. Ups. Rüstung. Zu den Plätzen. Mehr Frostschaden. Oh, finde ich super. Und hier Auge der Außenwelt. Was ist das? Mehr Brandschaden. Kritisches Levelfeld. Runde Angriffstötung. Komm. Das Auge der Außenwelt sozusagen nehmen wir mit. Gürtel der Klarheit. Nein. Das passt alles. Aber wir haben wieder XP, sehe ich. Das ist Maximus. Hier. Nehmen wir direkt wieder alles mit. Und jetzt geht's los. Wow. Da, noch ein Drache. Ich sehe ihn, Junge. Angekettet. Ich hoffe, wir finden die Bindungsschreine. Dieser Ort ist riesig. Warte, ich bin blind, oder? Wo ist der Drache? Ach, da hinten. Haha, hier ist wirklich der letzte Drache. Geil. Sei bereit. Ich will nur wissen, ob was passiert. Nope, es hat absolut keine Auswirkungen. Mal das lieber aus. Pisser. Echt, das ist ja unfassbar. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Wollt's nur kurz mal gucken, was sie so abgeht, wie mächtig sie sind, und dann machen die direkt Schaden. Geil. Graviertes Schild des Wahnsinns. Na gut. Dich vergesse ich nicht, keine Sorge. Dich nehme ich mit mir. Ah, da kommt man doch rechtzeitig ein Nieser unterdrücken. Das kommt auch nicht oft vor. Oh. Da geht's weiter. Und guck mal, hier haben wir so eine kleine Steinsäule. Oh, die kann man zerstören. Das wusste ich nicht. Entschuldigung. Atreus. Zieh mal da. Haben wir hier noch was? Nein. Oh, die halten viel mehr aus. Leicht nervig, dass sie so viel aushalten. Aber nur leicht. Schauen wir mal weiter. Wenn der Zwergenkönig mehr als einen Drachen gefangen hat, muss er sich diesen Drachen erhalten. Interessanter Gedanke. Und der Gedanke. Fast alles an Drachen ist nützlich und enthält Macht. Zähne, Schuppen, sogar Exkremente. Exkremente? Scheiße. Drachenscheiße ist mächtig? Ja, Kleiner. Extrem mächtig.
Der Kopf zieht dich ein wenig auf. Oh, ich wusste es doch. Na, stirbt er? Jetzt stirbt er. Sehr schön. Ja, noch ein dummer Rabe hier. Nein, gehen wir weiter. So, wir kommen sicher noch darunter. Aber erstmal. Ja, das war auf jeden Fall easy. Naja, da können wir Atreus gerade nicht hochschicken. Deswegen gehen wir mal runter. Ach. Oh, hat's den auch erlegt? Süßer kleiner Ratz. Hier sind noch überall Stellen, wo wir gefühlt noch nicht hin können. Warum waren wir denn? Ich geh nur auf Nummer sicher. Nicht, dass hier jetzt noch irgendwas ist. Nee, sieht aber soweit ganz gut aus. Beeindruckende Eingangstür. Diese Materialien müssen etwas Besonderes sein. Ich hoffe, diese legendäre Rüstung ist all die Mühe wert. Aber wenn Brock und Sindri sie gemeinsam herstellen, ist sie den Aufwand bestimmt wert. Vertraust du nicht wenigstens ihn? Ich vertraue dir, Atreus. Der Legende traue ich nicht. Oh. Alles klar. Mach was so. Schauen wir mal, wo es uns hinführt. Da ist eine Truhe in dem See. Ja, sehr gut. Wasser abgelassen, Gegner aufbeschworen. Okay, wir kommen nicht weiter hier. Ach, komm schon. So. Das war's? Ich dachte, die wären härter. Wer hat das gesagt? Das hat doch keiner behauptet. Weltenschlangenschuppe. Naja, wieder einen Punkt weiter abgegrast. Dragon, wir sind auf dem Weg zu dir. Oh, ich bin doch ausgewichen. Alter. Komm her. Ist hier noch ein stehen? Erstmal um die oben kümmern. Weißt du, das ist. Achtung, Feuer!
schneller. Und ist die sichere Variante. Und so. Jetzt schauen wir uns in dem Gebiet mal, was haben wir. Irgendwo noch was liegen. Nein. Da kommen wir auch nicht hoch, oder? Kann ich da Atreus hochschmeißen? Nö. Wir gehen mal hier weiter. Oh, hier kommen wir hoch. Das gefällt mir. Endlich mal nach oben. Wenn du uns jetzt auch noch angreifst, ne, Drache. Dann setzt es aber was. Dann setzt es was, mein Lieber. Naja, man kann einen Rundlauf machen. Das finde ich gut. Das gefällt mir. Okay, was sind diese Steindinger? Ich habe mir an denen jetzt einen Nerv gefressen. Muss ich ehrlich sagen. Wenn ich eins sehe, zerstöre ich. Nein. Ah, guck mal, Leben. Da ist er. Oder sie? Männchen oder Weibchen? Man kann es herausfinden. Keine schöne Angelegenheit. Ist doch egal. Na, wir wollten nur wissen, ob sie irgendeine Auswirkung hat. Na, so geht's natürlich einfacher. Aber hier, guck mal, da versteckt sich da einer. Oh, 32 und 51 erst. Drache! Bist du wieder? Alter. Den kannst du aber. Sehr gut. Jetzt kurz erstmal hier den Weg aufmachen. Okay, das geht noch nicht. Weil hier ein Gegner rumgeistert. Natürlich. Der Gegner ist der Drache oder was? Also Glocke 1, 2. Da ist 3. Bin noch nicht so weit. Ja.
Also ich renne nicht vor dem kleinen Viech, ne? Das muss euch klar sein. Sondern vor dem Drachen mit seinem vielen Schaden. Oh, der Move war, glaube ich, gar nicht mal so scheiße. Muss ich sagen. Den habe ich. Gefühlt war der. Ich weiß nicht, ob das so gewollt war, aber ich fand den ziemlich gut. Mach dich bereit! Erledigt. Haben wir hier irgendwas? Nein, natürlich nicht. Gehen wir weiter.